Jo Leute, willkommen zu neuen Video von MewTrick.com, euer Shop für Nischenideen. Heute möchte ich euch den Unterschied zwischen Shorttail, Longtail und Fat- bzw. Headtail Keywords erklären. Die ersten beiden Begriffe Shorttail und Longtail kennen die meisten von euch. Auch wenn ihr nicht wisst, worum das Ganze da geht bzw. was es bedeutet, ist nicht schlimm, das werde ich euch erklären. Aber den dritten Begriff Fat- bzw. Headtail Keywords werden die wenigsten kennen. Und das ist auch nicht schlimm, das werde ich euch heute auch erklären. Als erstes fangen wir mit dem Shorttail Keyword an. Ein Shorttail Keyword ist zum Beispiel Oberfräse oder Oberfräsentisch. Das dahinter ist nur das Suchvolumen, darauf komme ich später noch zu sprechen. Ein Shorttail besteht aus einem einzigen Wort, wie Oberfräse, Armbanduhr, PC oder Mikrofon oder wie hier Oberfräsentisch. Meistens verwendet man so ein Shorttail auf der Startseite, Oberfräse, oder zum Beispiel Zubehör ist auch ein Shorttail, weil es nur aus einem Wort besteht. Und die Longtail Keywords, die zweite Variante, hier unten Oberfräse Bosch, ist ein Longtail. Und ein Longtail besteht aus mindestens zwei Wörtern. Longtail kann natürlich auch aus mehreren Wörtern bestehen, wie zum Beispiel Oberfräse Bosch POF 1200 AE. Das besteht zum Beispiel aus 5 Wörtern und ist ganz klar ein Longtail Keyword. Der Unterschied oder Hauptunterschied zwischen den beiden Varianten ist, dass die Longtails meistens um einiges weniger Suchanfragen haben, aber dafür um einiges zielorientierter sind. Wenn man nur Oberfräse sucht, dann weiß man, okay, ich suche nur Oberfräse. Wenn ich hingegen jedoch hier genau das eine Modell sucht, dann weiß ich genau, okay, ich suche das Modell und wenn da dahinter noch Zubehör stehen würde, dann würde es eigentlich gar nicht klarer gehen oder zum Beispiel kaufen. Und dann weiß man ganz klar, der will genau das Modell kaufen und dementsprechend hat man auch eine höhere Conversion, weil die Internetseite bzw. Unterseite und das Produkt auch wirklich auf den Kunden angepasst ist, auf seine Suchbedürfnisse. Wohingegen bei den Shorttail Keyword einfach alles allgemein aufgegriffen wird. Und über die Longtail Keywords bekommt man um einiges weniger Besucher, sieht man auch hier im Hintergrund bei den Zahlen, 1020 Suchanfragen, aber dafür kann es sein, dass von den 20 Leuten sogar 15 Leute was kaufen und bei 22.200 Leuten würden vielleicht nur 3 Leute was kaufen, weil hier sind die ganzen Leute ja nicht genauso spezifisch auf die ganzen Produkte und die einzelnen Unterseiten angepasst. Hier kann es sein, dass man Zubehör will oder irgendwelche Bohrer oder irgendwelche Anleitungen und so. Und hier ist es wirklich schon ziemlich klar. Die Longtail Keywords verwendet man meistens auf Unterseiten, wie zum Beispiel bei Herstellern hier, Oberfräse Black & Decker, Oberfräse Dewalt, Triton oder bei Oberfräsen Zubehör hier, Oberfräse Fräserset, Oberfräse Kopierhülsen. Das sind alles Longtail Keywords, weil die aus mindestens 2 Wörtern bestehen. Und hier ist die Kaufkraft natürlich dann um einiges stärker, weil man hier weiß, okay, bei den Herstellern Bosch wollen sie ein Gerät von Bosch oder zumindest Zubehör von Bosch. Und wenn man dann hier das Gerät anzeigen lässt und beim Gerät noch Zubehör zum Beispiel, wie hier unten, dann ist die Kaufkraft natürlich auch um einiges höher, weil das Longtail, das zeigt ganz klar, okay, hier bist du richtig. Außerdem ist es meistens leichter unter Longtails zu ranken, weil es natürlich um einiges weniger Konkurrenz da. Ich suche das Ganze einfach mal in Google. Und dann seht ihr ganz klar hier oben, dass es schon um einiges weniger Suchanfragen gibt. Und dann seht ihr oben, dass es um einiges weniger Ergebnisse gibt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nur Oberfräse alleine suchen würde. Hier gibt es circa 500.000 Suchergebnisse und das Ganze ist dann natürlich auch um einiges schwieriger hier zu ranken, aber natürlich würde man hier potenziell mehr Besucher bekommen. So viel dazu, aber wie gesagt, hier wäre die Kaufkraft um einiges höher. Wenn wir dann hier reinschauen, haben wir noch eine dritte Variante des Fat- bzw. Headtail Keyword. Hier ist ganz klar, dass es laut Definition eigentlich ein Longtail Keyword ist, aber der Hauptunterschied zwischen einem Longtail und einem Shorttail sind ja meistens die Suchanfragen und die Zielorientierung. Und bei einem Fat- bzw. Headtail Keyword, das Ganze hat zwei verschiedene Varianten bzw. zwei verschiedene Ausdrücke. Auto kaufen zum Beispiel suchen 200.000 Leute im Monat und deswegen kann man ja nicht sagen, dass es ein Longtail Keyword ist, weil die meisten Longtails unterscheiden sich ja vom Suchvolumen. Und Auto kaufen ist jetzt auch ein Longtail in dem Sinne, aber es wie gesagt mit dem hohen Suchvolumen noch immer dann ein Shorttail Keyword wäre oder da zugeordnet ist, weil jeder, der Auto kaufen eingibt, der hat natürlich auch eine entscheidende Kaufkraft, aber trotzdem machen es noch immer eine Handvoll Leute, die jetzt so übertrieben groß ist, dass es zum Beispiel nicht mehr als Longtail Keyword zählen würde. Oder Deutsche Bahn, Fahrplanauskunft, werden über 500.000 Leute im Monat suchen und deswegen ist das Ganze ja dann auch kein Longtail Keyword mehr, sondern ein Fat- bzw. Headtail Keyword. Und das sind die Unterschiede.
Viele Leute denken, ich habe ein Shorttail-Keyword, beispielsweise Motorboot kaufen oder Schlauchboot kaufen, machen eine Nischenseite, denken, okay, das ist dann mein Shorttail-Keyword und dann zum Beispiel Schlauchboot online kaufen, wäre dann ein Longtail. Aber eigentlich habt ihr dann ein Fat- bzw. Hairtail-Keyword, euer Schlauchboot kaufen, weil da noch immer Suchanfragen habt und bezogen auf eure Internetseite ist wahrscheinlich dann das Schlauchboot kaufen das Keyword, wo am meisten Suchanfragen hat, mehr wie bei einer Unterseite. Und deswegen könnte man dann ganz klar sagen, dass das euer Fat- bzw. Hairtail-Keyword ist und kein Longtail-Keyword. Würdet ihr hingegen ein großes Portal über allgemein Boote machen, dann wäre Schlauchboot online kaufen ganz klar ein Longtail-Keyword, weil es bei eurer Internetseite ja nur eine Handvoll Besucher mitbringen würde. Es gibt noch einen Unterschied, den ich euch auch noch zeigen möchte, von Einzahl und Mehrzahl, Oberfräse und Oberfräsent zum Beispiel, wenn wir in den Keyword-Planner reinschauen. Habe ich beide Keywords eingetragen und die werden als ein und dasselbe Keyword gewertet. Also ihr müsst jetzt nicht darauf schauen, dass ihr ein Keyword in der Ein- und Mehrzahl mit drin habt und das hat dann auch nichts mit den Long- bzw. Shorttail zu tun. Google wertet die Keywords eigentlich 1:1 gleich. Natürlich gibt es Unterschiede, aber die sind so gering, dass es eigentlich gleichwertig ist. Ich kann hier auch nochmal einzeln jedes Wort eingeben, einmal Oberfräse und ruft das Suchvolumen ab. 22.200 wird sich nichts ändern. Und wenn ich dann die Mehrzahl eingebe, wird sich hier nicht einmal der Name ändern, beziehungsweise es wird hier das Suchvolumen auch gleich bleiben, weil das Keyword wird gleichwertig angezeigt. Sowas nur am Rand, weil das Ganze gut zu der Thematik hinzupasst. Das war's eigentlich mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder sowas habt, schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn irgendwelche Themen noch nicht geklärt sind, dann machen wir darüber auch noch Videos. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.